Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Philipp LP. Ja, lang ist es her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Das lag einfach daran, dass ich eigentlich, sag ich mal so gesagt, keine Motivation hatte, überhaupt ein Video zu machen. Das Problem war dass irgendwie auch nichts so Neues kam, was mir den nötigen Wumms gegeben hat, ein Video zu machen. Aber es ist ja ein großes Public-Beta-Update erschienen für Subways in Hamburg und da habe ich mir einfach mal gedacht, weil ein Zuschauer mich darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mir das mal angeschaut und habe ich mir gesagt, ach ja, könnte man doch mal ein Video machen. Und da mache ich das jetzt auch hier. Übrigens habe ich auch das aktuellste Update der Hamburger Hochbahn, also die U1 mit dem DT4. Da werde ich demnächst auch noch, wenn ich Zeit habe, natürlich ein Video machen. Von OMSI kommt aktuell gar nichts. Da ist aktuell, sage ich mal, ja, auf Deutsch gesagt, tote Hose. Für den TS, da gibt es so einige schöne Szenarios mit dem 761er Steuerwagen. Da habe ich auch ein schönes Szenario gefunden. Da wollte ich demnächst auch mal ein Video vom TS machen für alle Zuschauer, die gerne Train Simulator mögen. Aber schauen wir uns erstmal an, was sich hier in der Public Beta alles verändert hat. Ihr habt das wahrscheinlich schon mal heruntergeladen oder sowas, aber schauen wir uns das mal an. Hier wurde natürlich sehr viel verändert. Hier gibt es jetzt die Sicherheitsfahrschaltung, die lassen wir jetzt aber mal aus. Da habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf, da ständig immer so einen Knopf zu drücken und so weiter. Hier kann man jetzt zum Beispiel das Ausgabegerät wählen, dementsprechend hier meine Kopfhörer, weil ansonsten hört ihr das hier über die Lautsprecher, wenn mein Mikro an ist. Und so weiter, 80% ist in Ordnung und so weiter. Hier ist alles sehr hoch eingestellt. System, zurück. Und ganz neu ist natürlich auch der Szenario-Modus. Da ist zum Beispiel auch so ein Szenario immer dieses Graffiti. Da muss man so einen Zug in die Werkstatt bringen, ohne Halt. Habe ich mir kurz mal angeschaut. Das sieht sehr gut aus. Aber genug der Dinge. Wir werden ein Szenario jetzt mal fahren. Das dauert 40 Minuten. Das ist, finde ich, für so ein Video angemessen. Ja, 60 Minuten ist schon wieder zu lang, finde ich. Eine Stunde. Und ich würde mal sagen, wir fahren das Szenario Streik. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Fast der gesamte U-Bahn-Verkehr steht still. Nur ein 20-Minuten-Notfahrplan am Ring gilt noch. Du fährst während der Hauptverkehrszeit einen Zug am Innenring. Ich würde mal sagen, wir starten das Ganze mal. Damit wir ja auch mal vom Fleck kommen. So, moin, bei der Hochbahn wird heute gestreikt, aber zum Glück bist du da. Denn dank dir und drei anderer Kollegen können wir zumindest einen Notbetrieb in 20-Minuten-Takt aufrechterhalten. Na, was gab's denn für eine Dienstantrittsprämie, ey? Das würde mich mal interessieren. So, gehen wir mal in den Führerstand. Wir starten hier im Barmbek. So, erstmal die Türen schließen. Ups. Platz nehmen. So. Zugtaufe bestätigen. So, ganz Neues. Jetzt können wir hier die Zugnummer eingeben. So. Zack. Jetzt kann man hier auch das Rollo hier verstellen. Das ist cool. Das lassen wir aber hoch. So. Schlumpf. Wir fahren bis Schlumpf. So, auf geht's. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Naja, schön ist jetzt, dass das Kurvenquietschen ist zu hören. Das ist ja schon mal sehr gut, aber das gab es ja schon mal in vorherigem Update. Da habe ich allerdings kein Video zu gemacht. Oder habe ich das gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus.
Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Mit dem Taxi. Ja, auf jeden Fall sehr schön ist, dass es jetzt auch so Funkgespräche hier gibt, wie wir gerade gehört haben, so Fahrgastinformationen. Das ist ganz cool. Noch sehr schön ist die Kamera, die zeigt jetzt unseren Zug hier auch an, wie wir sehen können. Ja, habe ich ein bisschen zu weit gehalten, das ist nicht schlimm. Wir müssen nochmal gucken, was war denn nochmal hier die Türen? Die Türen rechts. Das geht mir mal auf die Nerven. Ach, Numpad 7, 9 rechts. 8 und Türen zu, alle sanft schließen. Ja, Numpad 5, volle Karacho zumachen. Gott, alles klar. Genau, jetzt, danke. Na schön, finde ich gut. Ja, die kann warten, der nächste kommt in 20 Minuten, nimm dir ein Taxi und fertig. Alles cool gemacht, hier mit der Kamera. Das ist geil. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Jetzt wäre natürlich noch schön so ein Multiplayer oder sowas, dass man hier wenigstens zu zweit mal hier fahren kann oder sowas. So, dass man sich hier begegnet oder Übergabe macht, Ablöse. Sowas fände ich cool. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Mal schauen. Wer weiß das schon. Teller machen, ne? Ah, schön gemacht. Ja, Zwangsschließen, zack, rums. Nächster Halt, Munzburg. Ausstieg rechts. Nur das Fahrgastraumlicht angemacht. Unterhalt. Gut, natürlich ist die Kamera jetzt nicht flüssig hier, 60p oder sowas, aber... Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Ja, bei mir gibt es jetzt auch nichts viel Neues zu berichten oder sowas. Aktuell ist es auch sehr ruhig, was hier so Neuheiten anbelangt. Omsi, gerade in Omsi oder sowas, da ist aktuell irgendwie, ja, tote Hose.
Ja gut, für Simrail kommt ja jetzt bald das Cargo-Pack mit der ET-22. Da bin ich auch mal gespannt. Und diese Strecke Warschawa-Łódź. Also mal wieder eine neue Strecke. Wann der Abschnitt nach Krakau kommt, weiß ich nicht. Vom Tunnel, wo man ja Richtung Katowice rechts abzweigt. Von Sedziczów, die Strecke da. Da bin ich mal gespannt. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Ach, hier ist der SIFA, ja. Könnte man auch einschalten, ja. Reicht mir schon, wenn ich in echt die SIFA drücken muss. Brauche ich das nicht im Spiel. Also die Beta ladet ihr euch ganz normal runter in Steam. Da gibt es ja dieses Ganze mit Beta und alles. Und da klickt ihr einfach drauf, dann wird es automatisch heruntergeladen. Ja, sieht gar nicht mal schlecht aus. Ja, wäre natürlich noch cool, wenn es irgendwann mal vielleicht noch eine andere U-Bahn-Linie gibt oder sowas. Das wäre schon ganz cool. Ich meine, mit dem Public Beta Update ist schon ganz cool. Szenario-Modus und alles. Und mit der Kamera hier auch, dass man die Leute da drin sieht oder sowas, das ist schon ganz nice. Aber Multiplayer wäre auf jeden Fall auch super. Also da würde man, denke ich, noch so den einen oder anderen Käufer überzeugen. Zu sagen, ja, das hole ich mir jetzt. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zur U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Ja, links wieder die Strecke Hamburg-Lübeck mit der S1 und S11. Fährt man ja ein Stück neben der Hauptstrecke. Ja, was ich ja immer sehr interessant finde, dass die Leute immer schreiben, ja, bringt doch das Spiel für die PlayStation 5 raus oder sowas. Ah, Leute, ne? Also ich meine, so Subway Sim, das könnte ich mir noch vorstellen für die PlayStation, aber ich denke mir einfach, dafür hat man beim PC zu viele Möglichkeiten, das Spiel zu konfigurieren und alles als Entwickler. Vor allem durch Zusatzmaterialien, Add-ons und alles. Und das ist ja halt, oder Modifikationen, wie in OMSI zum Beispiel, oder TS. Das ist halt bei der PlayStation halt nicht so möglich, wie auf dem PC. Aber das sind halt so die meisten Arcade-Gamer oder sowas, die einfach nur von A nach B fahren wollen, ohne irgendwelche Zwischenfälle oder sonst was. Oder sich einfach zu fein sind, da irgendwas was mal zu installieren oder einfach mal ein Handbuch zu lesen. Ja, gut, und dann kommt das dabei dementsprechend heraus, dass irgendwelche Sachen die Leute installieren und dann fragen die sich, ja, warum funktioniert das nicht? Da sag ich, hättest du mal die Readme durchlesen müssen. Und da steht alles drin, was du machen musst. Das ist ja beim TS ja halt üblich, bei Repaints oder Fahrzeugen oder sowas. Das fällt mir immer sehr auf. Ja, ich bin ein bisschen erkältet hier, aber jetzt nicht ganz so schlimm. So wie damals im Oktober, das war ja eine Vollkatastrophe da, wo ich da 3 Wochen flach lag. Das war total ätzend gewesen. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Wenn ihr natürlich noch mehr Videos von Subway Sim sehen möchtet, vielleicht ein anderes Szenario oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Achtung!
Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Ja, da sehen wir jetzt hier schön die Leute, wie sie rausgehen. Das ist cool gemacht. Mönckebergstraße. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster Touristik. Next Stop, Rathaus. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg rechts. Ja, hier haben wir ein bisschen Aufenthalt. Ja, mal schauen, was in nächster Zeit alles noch so rauskommt. Mal schauen. Ja, ich wollte ja jetzt auch noch die Ringbahn da machen. Vom DS. Da gab es auch ein schönes Szenario von TrainFE. Nächster Halt, Rödingsmarkt. Ausstieg rechts. Das steht schon lange auf meiner Liste, aber irgendwie hatte ich da keine Motivation zu gehabt. Naja gut, die Weichen, die sind ein bisschen fragwürdig hier. Immer noch. Geht's hier raus an die Oberfläche? Ah, der Michel vor uns. Sehr schön. Jetzt
beginnt der schönste Teil der U3. Ah, da steht zum Beispiel auch an den Anzeigen, ne? Achtung, heute ganztägig Einschränkungen durch Streik. Nächster Zug um 9.19 Uhr. Das ist cool. Mit Informationen hier. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Baumwall. Ja, links ist ja das Miniaturwunderland. Immer ein Besuch wert. Jetzt fahren wir am schönen Hamburger Hafen vorbei. Ja, ich habe jetzt mal die ganzen Hilfestellungen mal angelassen für euch, ne? Ein richtiger U-Bahn-Fahrer fährt das natürlich ohne, aber damit ihr das mal seht, was... Oh, schließen alle Türen. Ja, sehr gut, alle raus. Tschüss. Landungsbrücken. Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Na, immerhin stehen hier ein paar Schiffe, das ist ja schon mal was. Jetzt gleich wieder in den Tunnel rein. Ah, jetzt können wir uns frei bewegen sogar, oder was? Ah ja, okay. Ah ja. Schick. Ja, ich bin mal gespannt auf das Add-on mit der ET22. Da werde ich auf jeden Fall für euch mal ein Video machen, wenn das natürlich... Es kommt ja am 22. April raus.
Mal gucken, Achtung, wann die andere Strecke kommt. Kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links. Feldstraße. Ja, das Einzige, was mich ja persönlich ja auch ein bisschen nervt bei OMSI ist halt, wenn ich da mal einen Let's Test oder sowas machen möchte oder sowas, wie damals beim Citaro von KJ, das war ja total nervig gewesen, dreimal Anläufe zu nehmen, weil das Spiel meinte, ich habe keinen Bock. Und ja, das sind auch so Sachen, die mich persönlich dann bei OMSI auch nerven einfach mittlerweile. Wenn man einfach nur eine Aufnahme machen möchte, dass dann einfach das ganze Spiel irgendwann abschmiert. Nächster Halt, Sternschanze. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop, Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Ich bin mal gespannt, wann Alheim 5 kommt. Oh gut, da werde ich natürlich auch das ein oder andere Video machen zu der Karte, weil Alheim hat mich schon immer interessiert. Ich mochte die Karte schon immer. Ich mag sie auch heute noch, die vierte Version, Alheim 4. Bin ich mal gespannt. Ja, vielleicht mache ich da ja auch einen Livestream oder so, wenn die Karte rauskommt und ich gerade da Zeit habe oder sowas, damit wir das Ganze mal abfahren können, ganz in Ruhe. Schauen wir mal. Ja, da sieht man auch den anderen Zug da in der Kamera. Schlump. Nächster Halt, Schlump. Übergang zur U2. Ausstieg rechts. Ah, hier haben wir ein bisschen Aufenthalt. Mach Bahnweg.
Naja, von der Eisenbahn gibt es ja nichts Neues zu berichten, außer das übliche Chaos, ne? Wie ihr ja wisst, immer mit diesen Stellwerks-Nichtbesetzungen und alles. Aber wie gesagt, das sind alles hausgemachte Probleme, meine Damen und Herren. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist halt der, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, der Niedergang der Eisenbahn. Es ist einfach so, das muss man einfach sagen. Es wird überall gespart an Personal und genauso bei der Infrastruktur. Genauso wird bei der Straße gespart. Das sieht man ja auch hier bei der, bei meiner Autobahn, der A45. Die Brücken sind alle kaputt. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Ausstieg links. Weil das Geld lieber in anderen Mist investiert wird, als in das, was das Land am Laufen hält. Aber gut, ich möchte nicht weiter auf das Thema eingehen, ansonsten flippe ich hier noch aus. Heutzutage ist eine Bahnfahrt wie ein Abenteuer-Spielplatz. Du kannst hoffen und beten, dass du an deinem Ziel ankommst. Und wenn nicht, auf Deutsch gesagt, hast du Pech gehabt. Genau. Und das kann es ja auch nicht sein. Jetzt können wir mal 70 hier fahren. Hui. Ja, mit der Kamera, das ist schon echt geil gemacht. Das ist schon nice. Ja, das Spiel ist auf einem guten Wege, sage ich mal so. Aber da fehlt noch so vielleicht Multiplayer, vielleicht noch eine andere Linie oder sowas. Vielleicht den DT4 oder sowas, mal gucken. Aber wir haben ja einen guten DT4 MTS, also von daher passt das. Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Ja, es kamen ja jetzt auch zahlreiche Updates zum U-Bahn-Simulator Berlin, also von Trains. Ja, könnte ich eigentlich auch mal ein Video demnächst machen, mal gucken. Da musste ich mir jetzt auch ein bisschen wieder was runterladen. Aber das Video ist bei euch auch damals sehr gut angekommen im Typaya, außer die scheiß Sicht, die ich da hatte. Die habe ich mir natürlich jetzt dementsprechend angepasst. Ah, von rechts kommt die U1 wieder. Aus dem Tunnel raus. Hier unten. Ja, die fährt ja heute nicht. Ist ja Streik. Genau, wir fahren jetzt einmal Barmbek, Barmbek. Einmal im Kreis. Circle Line. Halt, Kellinghusenstraße, Übergang zur U1, Ausstieg links. Achtung, wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1,
U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Ja, heute gibt es keine Umsteigemöglichkeit zu U1. Heute nicht. Deswegen haben wir hier nur einen kurzen Aufenthalt. Da steht's jetzt hier, ne? Aktuell kein U-Bahn-Verkehr und kein Busbetrieb. Ja, genau. Nächster Halt, Sierichstraße. Ausstieg links. Morgen. Hallo, guten Tag. Ups. Müsste noch so einen Vorhang hier geben. Ne, gut. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Borgweg. Übergang zu 6, Omsi. Ganz bekannt. Ja, ich meine, so Simrel ist bei euch letztens auch nicht so gut angekommen, aber ich denke mir mal, mit der ET22, da werde ich auf jeden Fall ein Video zu machen, damit ihr euch die Lok mal anschauen könnt. Also man kann da auch in den Maschinenraum reingehen, das habe ich ja auf Bildern gesehen, in dem Add-on. Bin ich gespannt. Aber ich sage mir immer lieber, sollen Simrel sich Zeit lassen, da kommt wenigstens was Vernünftiges bei raus. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Als bei diesem TSW-Geschisse da. Ich habe mir TSW mal gekauft, weil das im Angebot war. Ich habe das gleich wieder zurückgegeben, den Mist. Es ging mir schon die ersten Meter auf die Nerven mit der 103 da auf der Rheinstrecke. Oh, das ging gar nicht. Das ist ätzend. Da fahre ich lieber die 103 im Train-Simulator von VR. Das ist viel besser. Thank you.
Saarlandstraße. Was ist das jetzt hier? Was, Alarm? Beenden. Mhm. Muss ich ja bestätigen. Geil. Grundbild. Danke. Nächster Halt, Barmbek. Dieser Zug fährt nach Hauptbahnhof Süd, Schlumm. Ausstieg links. Ja, in Barmbek ist auch unsere Fahrt zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet und einen Kommentar drunter schreibt. Ja, wie findet ihr dieses neue Update zum Subways in Hamburg? Schreibt es gerne rein. Würde mich mal interessieren, eure Meinung dazu. Mir hat es gefallen. Also ist schon mal der richtige Weg für dieses Spiel. Aber da muss noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Ich sag ja, alles geht nicht von heute auf morgen, aber der richtige Weg ist schon mal drin. Das ist schon mal gut. So für zwischendurch ist es mal ganz angenehm. Ja, ich halte mal da, wo ich will. Mir ist das da egal. Ich bin ja kein U-Bahn-Fahrer. Alle raus, alle raus! Button am Ibis drücken. Ah, da ist unser, wird auch sogar aufgezeichnet hier alles. Ah, okay, cool. Ob wir zu spät waren und so weiter. Und hier so ein Diagramm. Das ist gar nicht mal schlecht. Ah. Ob wir zu schnell gewesen. Ja, hier waren wir ein bisschen zu schnell. Ja. Auf jeden Fall war ganz cool. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch mal wieder ein Video zu zeigen. Und natürlich auch mal wieder was Neues. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Restwoche. Bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Euer Philipp. Ciao.